Hallo, herzlich willkommen. Ich zeige euch noch ein Video, wie man ein gutes von einem schlechten Messer unterscheiden kann mit ein paar Tipps diesbezüglich. Ich bin ja selbst Messerschmiedemeister und auch Maschinen- und Fertigungstechnikermeister und übe meinen Beruf nun seit 1995 aus. Also schon ein paar Jahrzehnte eigentlich, auch über zwei Jahrzehnte. Und ich bekomme eigentlich beide Arten von Messer regelmäßig zum Schleifen. Sie schauen nahezu identisch aus. Hier habe ich nur den Markennamen hinauspoliert, damit keine Firma mehr sagen kann, ich mache schlechte Werbung für ihre Messer. Das erste ist hier am Rücken. Dieses Messer hier ist mehr rund, während das mehr scharfkantig hier geschliffen ist. Das runde Schleife ist billiger, das scharfkantige teurer. Und jetzt denke ich mir, wenn jetzt schon mal hier beim Schleifen versucht wird, bei dem Messer zu sparen, wie ist das dann beim Stahl? Wird dann da auch versucht zu sparen? Hier wird mehr investiert. Es sind auch nur wahrscheinlich ein paar Cent. Hier wird aber dennoch mehr investiert ins Schleifen, dass das schön scharfkantig ist. Wird dann vielleicht hier auch mehr investiert, dass es ein guter Stahl ist? Das ist mal meine erste Frage, die ich mir stelle. Dann sieht man, dass hier nach kürzerer Dauer bereits der Griff gebrochen ist. Hier ist ein Riss, hier ist ein Riss. Und auch auf der Rückseite ist hier bereits ein Riss. Das hier ist noch ein Stück, ohne dass es gebrochen ist. Dann ist das nächste, das Gewicht. Das Messer hier ist leichter als dieses. Dieses hier ist schwerer. Das hat einen Grund. Und zwar, das sehe ich beim Schleifen erst. Wenn ich die Messer schleife, um Kräuter wie Schnittlauch zu schneiden, sollte die Schneide mit dem Fingerschutz eine Linie sein, wenn ich da schneide, damit da nichts durchgeht. So. Das ist jetzt auch so. Ich habe das auch noch nicht geschliffen. Ich muss es erst jetzt schleifen. Und dafür kann ich nicht nur bis da wegschleifen, also von da von vorne, sondern muss auch beim Fingerschutz etwas wegschleifen. Und das ist leichter. Hier, und das weiß ich vom Schleifen, ist der Fingerschutz meist hohl. Das heißt, wenn ich da etwas beim Fingerschutz wegschleife, tauchen Löcher auf, wo dann das Wasser und anderes hineinrinnt ins Messer. Das heißt, ich kann hier bei dem Messer eigentlich nichts beim Fingerschutz wegschleifen. Ich kann nur die von vorne bis daher circa schleifen. Das heißt, wenn man das schleift, dann entsteht hier ein kleiner Spalt und man kann nicht beim Schneiden ein kleiner Spalt und man kann nicht mehr so gut am Schneidbrett schneiden. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist der Fingerschutz voll. Ist ein Material, das ist voll. Daher, ich kann hier von vorne bis hinten zum Fingerschutz wegschleifen. Man kann auch, nachdem ich die Messer geschliffen habe, sind sie nicht nur scharf, sondern man kann hier nach wie vor am Schneidbrett schneiden, weil ich das besser schleifen kann. So, das sind einmal jetzt nur das, was man erkennen kann, an dem man erkennen kann, ob es sich hierbei um ein gutes oder schlechtes Messer handelt. Also hinten ist das eher rund geschliffen oder scharfkantig. Ja, das sind meine persönlichen Merkmale. Einfach. Es mag vielleicht auch Messer geben, die rund geschliffen sind und trotzdem eine gute Qualität. Das weiß ich nicht. So, und hier an dem Gewicht. Das hier ist schwerer, das hier ist leichter. Das Schwerere hier hat, das ist meine Erfahrung, hier ein volles Material, was besser ist. Das, vor allem, wenn man es nachschleift. Das Leichtere hier ist hohl innen und beim Nachschleifen tauchen Löcher auf. Man kann es dann nicht mehr so gut verwenden. Okay, dann merkt man es auch noch nach einiger Zeit Verwendung, dass dieses hier bricht, während das hier ein Stück bleibt. Also es dürfte auch beim Kunststoff ein bisschen ein Unterschied sein. Ja, und hier erkennt man auch schon ein paar Rostflecken, die man hier noch nicht erkennt. Also dürfte auch der Stahl jetzt nicht so rostbeständig sein, auch wenn beide Messer rostfrei sind. Okay, ich hoffe, ich habe euch mit den Hinweisen ein bisschen geholfen bei der Entscheidung bezüglich eurem Messer.
und freue mich aufs nächste Mal, auf die nächsten Videos. Tschüss!